im Silberfischdepot sein, das den Turm mit der Kanalisation verbindet. Okay. Und wo ist der Hauptcomputer? Geht einfach durch die Garage in die Hauptlobby. Und dann weiter bis ganz nach oben. Dort müsste der Hauptcomputer sein. Machen wir, Abby. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein Youngblood. Alter, was ist denn hier los? Da hinten sehe ich schon eine Drohne. Ich nicht. Dann nur geht's. Ja, macht er deswegen auch nicht. Darf ich mich hier zu erkennen geben, oder? Nein. Machen wir es wieder mal leise. Hast du gut gemacht. Also dann. Das war auch nicht so effektiv. Der Kommandant ist weggerannt. Hab's gesehen. Oh, sexy Musik. Die sind wieder ein, zwei Level unter uns. Upp, man merkt's. Boah, ich hasse Drohnen. Ich hasse Drohnen. Du hast eindeutig zu viel Spaß. Ich schlafe noch nicht. Nein. Warum sollte sie schlafen? Ja, weil das Spiel ist tief entspannt, da wird man immer müde. Echt jetzt? Wir nicht. Ich bin schon. Okay. Wobei, jetzt muss man wieder ein bisschen aufpassen. Besonders wenn er so eine heftige Drohne reinschießt. Negativ, Kommandant. Keine Soldaten. Aber entspannt ist schon, oder? Kommandant ist tot. La 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 la. Irgendwas Schönes entdeckt? Hier ist immer nichts. Na, aber noch nicht. Was hast du gesagt? Nix. Nix gibt's hier, gar nichts. Also gar nix. Zwei Münzen. Bist du? Geil. Im Türmchen. Ja. Ich hab nochmal von den Alarmglocken kaputt gemacht, aber ich weiß nicht mehr, ob das irgendwas bringt. Ich warte nochmal hier auf dich. Gut. Da höre ich dich schon angerannt kommen. Guten Tag. So riesig und kein einziger Kill.
Big ja. Bushes. Na gut, hier. Ja, das ist so nice. Oh, lecker. Munition von mir. Hä? Das ist schon einmal drauf geschossen. Die geht nicht auf? Auf der. Danke. Scheiße. Yay, ich glaube, hier kommt wieder Forscher. Forscher? Falsch, Fahrstuhl. Achso. Oh, ja. Mal sehen, was es da gibt. Eine Kiste. 100. Und eine Kassette. Yay, Kassette ist immer gut. Für krasse Musik. Wo ist die Kassette? Und wieder ein Fahrstuhl für... Ja. Yo. Für Dance Offen... Tschüss! Warum ist das? Da bin ich nicht drin. Okay, man hätte ja auch ganz gemütlich die Treppen hier hochlaufen können. Da hätte man durchrennen können, da gibt es leider Zeug hier unten. Ich muss nochmal runter, da war was. Bin ich gespannt, wahrscheinlich nichts. Das war schon mal hier. Da, man kann sie geöffnet. Ja, wo bleibt denn das Superwaffe? Wir höchstwahrscheinlich am Ende vom Level. Da wo wir immer so mittendrin. Und hier war sind wir unten. Hier war gar nichts. Ja. Was hast du da gesehen? Da wo ich durchgerannt bin. Da gab's noch ganz viel. Das da habe ich gesehen, dass man da durchrennen kann. Okay, da gab's ganz viel. Ja, weil wir die Waffe halt und ich haben wir was. Vielleicht kriegen wir sie jetzt hier mal beim Bruder. Ja. Ja, bis jetzt haben wir immer eine Waffe hier gekriegt. Kein Bruder? Kein Alarm aktiviert. Das klingt gut. Weißt du nicht, wie wir das gemacht haben? Aber ich höre irgendwas Großes laufen, da wo du gerade bist. Ja, ja, so ein... Leise oder laut? Wie willst du den Hund denn leise wegkriegen? Okay, laut. Wo kann ich mich treffen? Haben die dich erwischt mit der Granate? Mhm. Scheiße, so! Du gehst ja voll auf! Ich glaub an dich, Schwester. 100 Mal hab ich dich schon ge... Hab ich vorhin schon bekommen. 100 Mal? Ja. Wieder da, Baby. Wir kommen zurück. Oh, was gibt's da? Nichts. Aber davon ganz viel. Aber hier müssen wir nochmal den Parkhausgang hoch. Und was gibt's da? Nix. Elektrokraftwerk öffnen. Mwah. Haben wir doch. Ah ja, tatsächlich. Jetzt, wo ich weiß, wie es geht. Und das Ganze für eine Brille und wow. 5 Münzen. 3D-Brillen sind cool, Mann. Gibt's schon. Was ist das denn hier? Nicht. Vielleicht können wir da später raus.
klappt eben nicht. Ach, hier geht's raus, hä? Was ist unsere Mission über? Hm? Was ist unsere Mission? Guck, schon wieder Messer rein. Wie bist du? Ach, da hinten ist ein Schacht. Ich denke mal, Bruder jetzt ist gerade drin oder sowas, ich weiß es nicht. Metro-Fallschirm. Sehr gut. Das erinnert mich daran, wie wir mit einem von Marks großen Trucks rumfahren durften, weißt du noch? Ja. Mark ist ein rassistischer Kotzbrocken, der sicher mit dem Regime gemeinsame Sache macht. Das heißt, wir können jederzeit jetzt hier direkt reingehen. So, und jetzt schnappen wir uns Bruder Zeil, ne? Erreiche die Turmlobby. Die sind hier ausquartiert worden. Hier gibt's nur diese. Telefon klingelt. Bei dir? Nee, im Spiel. Achso. Normale Menschen mussten wir vorhin mal kurz retten. Die waren Geiseln, ne? Ja, aber das sind die einzigen, die man gesehen hat. Stimmt schon. Ja. Und warum? Alle tot. Wäre zu viel Arbeit. Wobei bei dem letzten gab es ein paar von diesen, die ich alle nicht anschließen durfte. Die Zivilisten, okay, die hast du gerettet. Die Garage sein. Yep, die Hauptlobby ist geradeaus. Nee, aber die liefen mir auch so ein paar rum in der Stadt und so. Echt? Ja, die wollte ich immer abschießen. So, rechts oder links? Alter, da läuft wieder ein ganz großer da drin rum. Und ich glaube, die bauen einen riesigen Grat. Ja, kann so sein. Hier geht's nach oben, ich geh mal nach oben. Ja, hier ist ein bisschen was los. Auf was schießt du immer bei den ganz Großen? Auf den Rücken oder was? Ja. Jetzt steht er gerade dumm dafür. Ist außerdem zu weit weg. Ja, lass ihn doch so eine Runde drehen. Der läuft ja einmal hier rum. Dann kann man ihn gemütlich in den Rücken schießen. Sag ich ihn, jetzt steht er da rum. Der Säcke. Jetzt läuft er wieder. Dum, 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 dum. Die Zitadelle 4. Wer zittert? Ja, für uns. Wäre so lustig, wenn du jetzt den Kameraden einfach platt walzt, versehentlich. Rücken. Sauber. Mhm. Er wechselt die Position. Der ist hier runtergefetzt. Ja, der stand da unten. Er hat rausgeguckt, dann habe ich ihn voll den Kopf weggeballert.
Okay, wieder hoch. Die bauen hier das mit Panzersplitter. Ja, aber kaum sind wir auf deren Level, ist wieder einfach. Ja. So. Schießt man nicht eigentlich immer auf den Kopf? Nein, die haben ja so Schwachstellen, bla bla, und da muss man drauf schießen. Je nach Gegner. Manchmal ist halt auch der Kopf die Schwachstelle, ja. Bei normalen Menschen, genau, bei Robotern ist die Batterie beste Lösung. Hier gibt's Geld. Geld. Und eine Videokassette oder nee, eine normale Kassette. Drohne. Wo ist hier? Hier. Kassette und hier liegt da hinten Geld und hier liegt die Kassette. Jawohl. Aha, Ziegelturm. Hast du beides? Wie mit den Drohnen? Very important, ja. War's das? Na, irgendjemand schießt gerade noch ein bisschen auf mich. Hey, ich kann gar keinen Nahkampf machen. Muss ich dafür auch eine mittlere Maustaste drücken? Normal, ja. Irgendwann, wenn wir kurz vorm Ende sind, habe ich es vielleicht begriffen. Vielleicht. Vielleicht. Wir müssen da oben hin. Da bin ich schon. Gut. Hier gibt es einen Code zum Öffnen. Jetzt müssen wir bloß wieder so ein Ding finden. Ja, wahrscheinlich musst du den für die Mission öffnen. Hey. Oder es gibt irgendwo so einen Schlüssel unten oder so. So ein Terminal. Dann suchen wir. Ist ja auch nicht groß hier. Kann man nicht übersehen. Aha. Okay. Schade. Normal war das nicht so weit weg, meistens. Ja, stimmt. Da haben sie recht. Nachher ist es hinter der Tür. Das wäre natürlich aber, glaube ich, nicht. Warum die immer so riesige Türen machen? Ich meine, hier kommen die Autos rein, aber die haben immer so riesige Türen. Oder es ist ein anderer Code, den wir noch nicht... Ah, hier liegt eine Diskette! Okay. Ich habe eine Diskette gefunden. Oh, die muss hier liegen. Bin auf meinem Weg. Ja. Oh, hier lag sie gerade eben. Oder hier. Ja, hier. So, aber den einzigen Computer sehe ich da drin. Ja, wenn wir wieder zurückkommen, könnte das gehen. Ah, Dieselkraft, hast du es gehört? Klingt gut. Warte mal. Ich glaube, die hatte ich auch schon. Ich entschlüssel jetzt erstmal das Ding, vielleicht gehen wir dann kurz zurück und machen das Ding auf. Drohnen. Zweiter Account von ApoRed. Er wäre kreative Namensgeber. General Wick, wir haben die neuen Drohnenviertel in wichtigen Schlüsselpositionen in Neu-Paris installiert. Der Überbrückungscode für Deaktivierung der Drohnenviertel
Drohnenverteiler lautet 8721. Ich werde alle autorisierten Personen darüber informieren, dass der Code nicht in falsche Hände geraten darf, da unsere Verteidigungssysteme in Paris erheblich schaden würde. Können wir den jetzt hier auch... Können wir nochmal zurück? Den Fleischer hast du vergessen. Was, den Fleischer? General Fleischer hat's geschrieben. Achso. Aber, aber der Pinch Armor von euch beiden ist sexy. Ja. Ne, meiner ist nicht ganz so cool wie der von Tobi, glaube ich. Aber das so, die sind zu teuer. 8, 7. So, jetzt sind die Drohnen hier deaktiviert. Das heißt, überall, wo wir so ein Terminal finden, können wir die Drohnen ausmachen. Das bringt uns jetzt aber gar nichts mehr. Ja, wenn wir hier wieder auftauchen müssen, kommen keine Drohnen mehr. Zeig mal deinen, dann werden die 10k Follower voll, aber sicher. Oh. Gib ja diesen Ding, Mann. Oh, kann mich gar nicht gesehen haben. Du warst zu dick. Ich? Ich war hinterm Tisch. Mal sehen, ob wir was finden können. Oh nein, Granate des Todes. Weg. Och Mann, ich wurde alle auf einmal wieder auseinandergegangen. Ganz schrecklich. Oh, Jäger. Oh, seh nix. Oh, Tobi. Was ist denn hier? Versteckt sich schon wieder. Auf dem Boden, auf dem... Erledigt. Aber T! Und du bist so weit weg. Aber T! Du bist voll hart, Soph. Ja? Danke. Empfangshalle. Nur die Frage, für wen? Für uns? Sehr nett. Keine Ahnung, gehen wir erstmal gucken, bevor wir da unten was machen. Sieh mal, hier ist ein was Zettel. Zum Lesen. Wenn du den aufsammeln willst. Ein Zettel. Ja. Willst du nicht? Okay. Komm doch schon, ich bin am Laufen, das ist ein bisschen größer hier. Hier drin liegt da, ich glaube auf dem Tisch hier. Jawohl. Elektrokiste. Ich will diese Waffe. Gib her. Die Kiste war leer. Was soll denn das? Ja, die mache ich gar nicht auf. Schieß. Achtung. Hier kommt sicher unsere Waffe. Ich spüre schon. Der wird genau hier drin liegen. Und lag sie da? Muss eigentlich, weil sonst kommt man gar nicht rein. In die... Was macht das? Oh. Hast du doch hier? Gut, danke. Was macht? Gut, danke. Muss da drin sein, sonst ist es frech. Immer diese Leute, die immer erst looten müssen, was heißt. Du meinst, hey, anstatt weiter zu gehen, bitte? Da oben kann man nicht hüpfen. Wurde gerade. Er ist der Freund von deinem Dok. So. Okay. Ja, wie geht's jetzt runter oder was? Ja, ja. Da muss man den Code eingeben. Hier musst du nicht gehen. So. Ach so. Dum, 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 dum. 5117. Jo. Und da ist sie schon strahlend neu und nur für mich geschaffen. Papa hat erzählt, dass man damit Sprengstoff an diese Bastarde heften kann. Klingt echt cool. Egal, was ist das? Einfach mal aufrüsten. Okay.
Und dann ist voll der schön. Hey, hat Papa nicht erzählt, dass man mit dieser Waffe Sprengstoff an diese Arschlöcher anheften kann? Stimmt, ja. Wiederholt sich immer. So, Waffen. 777, arg viel werde ich nicht machen können. Das ist diese Kraftwerk. Oh, die hätte ich am liebsten. Aber da könnte man ja einfach die anderen Waffen gleich löschen, wenn das solche krassen sind im Vergleich. Kein Geld mehr. Dass sie abprallen, das würde auch sexy sein. Ich hätte das mal. Nein. Tür. Oh. Ich habe die Tür aufgemacht. Das war ich. Ach, und dann lässt sie gleich bei mir an. Während ich meine Waffe noch auflade. Wow, das war mega cool. Das ist ein Granatenwerfer. Ja, du schießt mit rechts und mit links löst es aus. Greife sie von der Seite. Ich ändere meine Position. Ist ziemlich cool, die Waffe. Jo. Hast du nochmal, welche Taste war das für? 6. Geht auch beim Maschinensoldaten super, da klebst du 2-3 dran und dann. Ich finde die Waffe wieder nicht. Müsst ihr auf 7. Nee, das löst sich doch selbst aus. Dann hast du es umgeändert. Ich hab's noch nicht so weit. Naja, jetzt nicht mehr so effektiv hier. Frech. Oder kann der was? Erstmal mit dem Messer rumlaufen. Der hat ja auch Schwachstellen. Das heißt, drücken bei ihm. Das war's mit meiner Munition. Ganz umsonst aufgewertet, voll der mit. Guten Abend, Traffic. Guten Abend. Oder Traffic. I don't know. Digga, Arsch, schießt auf mich. Woher? Da oben! Oh ja, zwei Stück. Säckel dir. Das ist mir schon wieder zu anstrengend. Was ist da anstrengend? Aua! Die zu suchen. Ah, da. Ich dachte, da ist Empfangshalle dabei. Steht da nur drauf. Die verstecken sich immer hinter Gitter und das ist mega nervig. So, jo. Da oben ist mir alles kaputt. Ah. Müssen wir? Sieht's aus. Jetzt brauchen wir nur noch die Treppe. Tobi-Treppe. Die Treppe ist schon ausgefahren. Gut. Ah, Munition. Wir müssen das Ding da oben kaputt schießen, dann geht die Treppe runter. Wir sollten versuchen, an dem Ding Sprengstoff zu befestigen. Gibt's in dem Spiel auch eine Sniper? Ja, das hier. Ich möchte gerne. Aber ich weiß, was das soll. Ich habe einfach gedacht, Sturmgewehr reicht. So, da lang. Stopp, hier ist auch noch so eine wichtige Tür. So, dann haben wir 6. Ich hab's übers Rad gemacht, das ging besser. Hast du was dran geklebt? Bitteschön. Ach, ich hab die gar nicht kaputt gemacht. Das warst du immer die ganze Zeit. Ich hatte gesagt, mit links schießen und mit rechts drauf drücken. Ja, wenn dabei Explosionen sind, während ich raufschieße, gehe ich da raus, ist automatisch. Dabei warst du das die ganze Zeit. Überall liegen jetzt Leichen rum, wo noch so ein Ding dran kleben. Nö, das macht dann. Ja, wenn du mal richtig hin, oder? Mach mal. Was heißt 2DL? Deziliter? Ja. Denke ich mal irgendwie sowas. Ja, das ist doch schwer, die Gegner hier zu treffen. Hier gibt's Geld. Echt? Falsche Waffe. Guten Tag. Hier gibt's keins.
Ah, jetzt können wir endlich mal gucken, was es hier gibt. Ich glaube, auf 0 ist das. Nee. Muss ich mal 10 mal suchen, aber ich glaube 6. Die Turmkommandanten von Bruder 2 sind für die Landebahn auf dem Dach verantwortlich. Kannst du so lassen. Spürt sie auf, erledigt sie und nimmt ihre Schlüssel, damit ich den Hauptcomputer... Wo war das? Hast du diese Geldmünze hier aufgehoben? In dem Raum, ja. Aber ich dachte, das ist noch andere. Ja, hier drüben war noch eine. Auf der anderen Seite vom dem Turm. Hier der Eingang, hier. Da. Okay. Also nichts mit üben. Oh, hier ist noch unser Lebenserfüllungssystem. Diese Kraftwerk, die Treibstofftank. Okay. Oh, du bist da lang. Da bin ich. Naja, ich dachte, du musst noch Münzen klar machen. Ich hab nicht mehr so viele. Ich hab alles vorhin in die anderen. Oh! Lol, da war ganz weg. Ich vergesse es nicht, nur du immer. Ja, ja, wie viele hast du denn schon gemacht? 2 mit dem jetzt. Das ist ja richtig viel. Mehr haben wir nicht gesehen bis jetzt. Ja, ich fahr wieder zu diesem Wursthausen Cup. Vernichte zerstöre Kanzlerstatuen. 2 von 12, nur noch 10 Stück. Jetzt sind wir ganz knapp dran. Heute noch, dann haben wir's. Erst nachladen, jetzt die Tür auf. Hey Abby, wir sind jetzt in der Hauptlobby. Sehr gut, Mädels. Da muss irgendwo ein Aufzug sein. Er sollte euch weiter nach oben bringen. Aufzug! Ja, auch wieder die Viecher. Die haben ja auch schon mal Schutz. Da oben rennt mindestens ein Hund. Dann Pistole. Oh, schießen! Die kann man nicht so schnell schießen. Ja, die laufen auf dich zu und in der Zeit kannst du mit der Pistole nichts machen. Ja, der sieht sogar draus, hat drauf geschossen. Na gut, nicht auf den Tank. War vielleicht nicht das Problem. Tank wäre besser gewesen. Ich hab nicht auf den Tank, hier ist was Lesbares. Du hast gerade sehr viel mit dir selber gesprochen. Noch einer, noch einer, noch einer. Mach du. Ich hab keine Pistole drin! Wow. Ich bin extra weggelaufen, damit er nicht explodiert. Ja, yeah. Schön, das ist toll, statt die Pistole reinzunehmen und drauf zu schießen. Ja, was wird dann passieren, wenn er explodiert, bevor ich die Pistole draußen habe? Dasselbe wie gerade eben, oder? Er ist explodiert, ohne dass die Pistole draußen war. Nee, ich hätte sie eben draußen, aber das habe ich nicht geschafft. Die Kommandanten sind ja schwächst. Oder die Wissenschaftler, die sind auch schlecht. Hab einen Hund! ich hab gar kein Leben. Ich hab kein Leben. Der Hund hat mich gesprayt. Kommst du irgendwo in Deckung, dass ich dich abholen kann? Ja, Mann. Hier ist so noch einer. Und ein Hund. Ja, der Hund hat. Leben zerstört. Bitte schön. Komm mit den Decken, dann heilen wir dich. Ich höre Hund, ich höre einen Hund. Pistole ist draußen. Warte, geh weg. Hab ihn. Oh, noch ein Hund. Und zwar noch auf dich. Ja. Sehr brennend. Ah, die werden auf der Karte angezeigt. Was? Was ist passiert? Hallo?
Ach, Nick, danke schön. Ja. Ich bin gerade im Escape. Ich war gerade im Hauptmenü. Oh, hier ist ein Kurs. Hinter dir! Vorne. Ja, ja. Trotzdem. Drin. Oh, ich bin leer geschossen. Super. Hund ist weg. Das ist ein Schlafwerk. Eine Tee. Du kannst da weg. Ich hab die ganze Zeit die Schrotflinte, benutzt jetzt die Schrotflinte leer. Einfach klasse, Soph. Die Wissenschaftler im Rücken geschossen, das ist mies. Jojo. So, guck mal so rum, bevor wir. Voll das coole Museum hier. Auch der Roboterhund hier. Ich verliere aber dafür immer meinen. Schmetterling 61. Schlammspringer M. Okay. Du bist für was? Ich verliere mal meine Messer. Ah, die Hammerfaust, die haben wir das letzte Mal entführt. Zu Trimmerfil. Personal. Och man, aber da. Nee, da kommt man bestimmt zu rein. Oh. Nee, alles gut, alles gut. Ich hab nichts gesagt. Ich auch nicht. Klasse Walpurgisnacht, Klasse B, Nachtfalter. Ah, okay. Zeppeline. So, gibt's hier nichts irgendwas zum Lesen? Hab noch nichts gesehen. Ich hab eine Videokassette gefunden. In dem Augenblick, wo du sagst, ich hab noch nichts gesehen, finde ich was. Hier liegt sie auf dem Tisch. Hallo? Guck mal hier! Schleich mich. Ganz cool. Komm, steh nur dahin, wo du sowieso schon warst. Warte. Ach, da sind gar keine. Das wollte ich auch noch. Ach. Hier ist eine Kassette. Och. Da, hinter der Tür ist eine Kassette. Eine Brille hier. Oh, okay. Die habe ich echt nicht gesehen. Dachte schon, das war's. Jetzt habe ich den Raum hier freigesprengt für eine Kassette. Aber Kassette und Brille, na, da geht's ja noch. Oh, was haben wir hier? Kugelsnacht, okay. Nachtfalter. Aber irgendeine Hitler-Statue oder sowas hast du nicht gesehen, ne? Nope. Bloß so ganz normale überall. Ja, yep. Habe ich schon probiert, die kenne ich. Okay. Ah, hier gibt's was zum Lesen. Hast du die Zeitung hier schon? So an der Ecke hier. Kriegen das ja nicht was? Denkt man unsere Kraft. Naja, EP, ne? Keine Ahnung. Irgendwann kriegst du wohl ein Achievement dafür, dass du es gesammelt hast. Achievement okay. Bei dem Launcher, den ich nie wieder in meinem Leben benutzen werde. Ja, du willst doch Doom 2 spielen, oder? Das gibt auch hier. Achso, ja, oh gut. Hä, hey, das ist nicht auf Steam? Ich weiß es nicht. Also, es kommt, wird hier auch kommen. Hier ist es schon angekündigt. Steam wird es auch höchstwahrscheinlich kommen. Die Frage ist halt, wo es billiger ist, ne? Sesam, öffne dich! Yeah, jetzt komm wieder Aufstuhl? Fahrstuhl. Skills, meine Fresse. Schon ein bisschen spät. Und ich muss 10. Die Folge wird auch Überlänge haben, aber ich hätte gern das Ding einmal. Den Turm für sich. Oder, war was? Okay. Aber guck, dein Anzug ist gelber wie mein. Ja. Im Epic Store ist es billiger. Hm. Im Epic Store ist es nicht. Billiger? Mhm.
dass der ganze Laden zusammenbricht? Du bist ein Idiot. Leise öffnen. Ich hab schon meine schallgedämpfte Pistole reingemacht. Gibt's überhaupt Wolfenstein Youngblood im Epic Store? Nee. Wow, toll gemacht. So. Was denn? Ach, du wolltest mich loben. Gern geschehen. Da kommt noch einer um die Ecke neben uns. Oh, Hündchen. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Andere Position. Er ist explodiert, das sind wohl ja nicht. Doch, du musst sie doch explodieren, die Hunde! Du musst ihren Tank ja, treffen. Explodieren tun sie doch so oder so. Ich hab Probleme! Zeig ihm, was du drauf hast! Stimmt, Mann! Granate des Todes macht null Damage. Bei den Großen nicht. Oh, doch, jetzt. Seine Rüstung ist. Ja, du hast es erledigt. Das war auch mehr als Joke gedacht. Ja, habe ich schon verstanden. Mm. Aber Epic. Weil es da nicht diese billige Import von hast du noch nicht gesehen gibt. Du meinst von den Keys? Mhm. Gibt's ja da. Der Epic Store hat verkauft derzeit keine Keys, deswegen gibt's auch keine im Ausland. Du kannst halt nur direkt im Epic Store einkaufen. Du kannst keine Keys freischalten. Yep. Und deswegen ist es auch so beliebt bei den anderen. Hier ist eine Brille. Ecke. Denn man muss dazu wissen, wenn du. Wollen wir das mal kurz gucken, da drüben? Wenn du jetzt einen Key aus dem Ausland kaufst, sei es beim Steam oder Ubi, Andere Ecke. Dann kriegt immer. Moment. Ah, da. Nochmal. Also, angenommen, du kaufst einen Key in irgendeinem Shop und der ist billiger wie in Deutschland. Zum Beispiel kommt der Key dann aus Frankreich zum Beispiel und du gibst den Key dann einfach ein, zum Beispiel bei Ubisoft, dann kriegt Ubisoft Frankreich das Geld, auch wenn du in Deutschland spielst und die deutsche Version runterlädst. Das heißt, Ubisoft Deutschland kriegt kein Geld. Ja, aber Ubisoft kriegt Geld. Hier ist eine Kassette. Ja, aber das wird ja getrennt. Ja, aber es ist doch egal, ob du jetzt da Geld kriegst oder da Geld. Das kommt ja darauf an, die deutsche Versionen kosten ja extra Geld. Wenn die aber jetzt kein Geld einspielen, warum sollten sie dann extra nochmal zigtausende Euro investieren, um eine deutsche Synchro herzustellen? Und die Mitarbeiter in Deutschland auch zu bezahlen, die müssen ja, wenn nicht, kann es sein, das Studio wird einfach geschlossen. Oder verkleinert. Und da gibt es in Deutschland keine Studio mehr von Ubisoft und keine Spiele mehr von Ubisoft. Das Problem ist, dass Ubisoft halt weniger Geld in Deutschland einnimmt. Ja, verstehe ich nicht das Problem. Das Problem ist ja, dass sie da weniger brauchen. Dass sie da weniger Geld kriegen, weil die Währung da ist, ne? Nein, die kriegen das Geld nicht mehr zurück. Das ist nicht eingenommen bei denen. Das verdient dann das andere Land. Das ist alles getrennt wegen Steuern etc. Diskette. Du hast eine Diskette? Ja, für den Code hier. Wo war die Diskette? Ja, aber die ist für die Quest. Wo? Ist für die Quest hier, also hier. Genau hier. Wo ist hier? Sehe ich nicht. Nein, weil es für die Quest ist, dann kannst du sie nicht auf. Genau dieser Trick. Du kannst ja den Code da eingeben, du musst es toll. Ich muss dich erst entschlüsseln.
Kommandant Uwe, natürlich können wir Sie den Zugangscode für die Logentür haben. Er lautet 0451. Sorgen Sie dafür, dass der Code keinesfalls in die falschen Hände gerät. Kommandant Fritz. Ich komm. Hätte schon selber eingeben können, oder? Ja, aber ich wollte dich lassen. Ja, aber manche Spiele sind schon teuer, ne? Hey Mädels, ja. Das Regime führt Wartungsarbeiten an der Außenseite des Turms durch. Klettert das Gerüst nach oben, bis ihr im Stockwerk mit dem Aufzug zum Dach seid. Und dann immer noch diese Mikrotransaktion. Oh, so. Ja. Also das gibt's ja hier auch, ne? Ja. In dem Spiel? Ja. Wie willst du hier sonst die Skins kaufen? Die Skins machst du mit dem Geld? Ah, dieses Gold. Ich glaube, das Gold kannst du dir kaufen. Ja, das meine ich ja. Ja. Aber das aber ist du kannst auch viele einfach nur durch Geld freischalten. Also hier ist es ja nicht, dass es nur so geht, sondern auch. Ja, aber es ist 50-50. Was ich wenigstens gut finde, dass es nichts ist, was Spielevorteil bringt oder so. Das ist ja bloß Äußeres. Ja, klar, aber ich weiß nicht, das finde ich so. Hier liegt nochmal Munition fürs Dieselkraftwerk oder ein Dieselkraftwerk. Und hier oben liegt das. Die Leute kaufen es halt gern, damit verdienen sie Geld, es kostet die nichts. Deswegen machen die es alle immer rein, haben wir alle drin. Es gibt da schlimmere Verfahren. Ja, das stimmt. Wie Lootboxen, was du für echt Geld kaufen musst, wo du nicht weißt, was du rauskriegst. Ja, das ist Big Fishes. Wie bist du denn jetzt da hochgekommen? Hab ich irgendwo eine Leiter übersehen? Ja, hier. Hä, du warst doch kurz verstaubt. Zurück. Hier. Hier. Ach, mö. Ich hab da draußen nach einem Weg nach oben gesucht. Oh, da hinten. Ich dachte, da wäre noch ein. Hast du die Videokassette? Ja, die meinte ich ja. Alles gut. Aber wir müssen noch höher. Ja, Moment, das war gar nicht richtig. Aber hier war die Diskette, dafür wollte ich dir hier noch. Ja, und das war eine Videokassette. Nee, wir müssen dann draußen wohl irgendwo hoch. Wir müssen nach oben. Halt, stopp! Halt, stopp! Dahin. Wenn das funktioniert. Weiß nicht, ob das so geplant ist. Ich wechsle meine Position. Ach, hier geht's lang. Okay. Ich denke mal hier draußen. Jemand schon mal einen Fallschaden sterben sehen? Wie bist du? Da. Ja, Lootbox muss man sie nicht holen, das ist schon klar, aber wenn es ein Spiel ist, was fragst und möchtest, halt ein gewisses Aussehen haben, bis es dann in Lootbox ist natürlich ein bisschen. Ja, und so kannst du wenigstens kaufen, was du willst. Bei Lootboxen hast du ja nur das Glück, dass du irgendwas kriegst. Ja, stell dir vor, bei Fortnite wäre das mit Skins und du kriegst eben einen rosa Flamingo oder so. Hast du für 6 Euro ausgegeben. Beste. Oh, Geld. Wenn die den Turm hier noch halb aufbauen, da können doch hier gar nicht so viel wachen. Ich wechsle die Position. Halt die Klappe da oben. Kann alles. Warte mal, was sind das da drüben? Oh, ich denke mal, da geht's gleich da hoch. Irgendwas zum Arc. Eine 3D-Brille. So, dann drück mal Knöpfchen. Vielleicht kommt dann endlich mal hier. Ja, 49 Minuten. Ich würde mal. Oh. Ihr zwei. Den Aufzug zum Dach findet ihr in den oberen Stockwerken des Turms. Ihr müsst weiter hoch. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Leck mich doch am Arsch.
Hast du auch ganz kurz gedacht, du springst einfach drüber? Mhm. Ich werde noch... Das ist... Easy Jump Run, das schafft sogar nur ich. Hier eins aus und solche Sachen. Da wollte jemand seine Position wechseln, jetzt sehe ich ihn nicht. Oh, Geld. Aber sind Lootboxen nicht illegal irgendwie? Oder wollen sie die nicht illegal machen oder irgendwas? Ja, irgendwie, aber bis jetzt. Oh, kann man da abkürzen? Ich weiß immer noch nicht, wo wir rein müssen. Ich glaube, ich könnte bescheißen, aber ich sterbe dabei. Soll ich es versuchen? Nee. Huch. Versuch es. Was soll's sein? Weil wenn du hier auf dem Gitter landest. Okay, ah, es geht, man kriegt es hin. Wenn man auf dem Gitter landet. Und dann runter. Jetzt bin ich hier. Da braucht keine man Ahnung. Auf dem Gitter landen. Nee, aber ich wusste es ja nicht. Ich hab nicht gesehen, aber hier dass waren wir schon. Oh nee. Echt jetzt? Ich keine Ahnung, wollte ich nur ärgern. Achso. Oder wir sind jetzt ganz falsch und haben das Spiel kaputt. Das würde ich auch richtig lustig. Oh oh. Ich glaube, wir sind hier ganz falsch. Oh, guck mal, ein Dixie-Klo. Ich will mal sehen, wie sie es von hier oben aus leeren. Du kennst, da kommt immer so ein Lastwagen und füllt die Dinger auf. Einfach hier vorne runter und fertig. Ja, das ganze Klo. Was, wenn einer drinnen sitzt? Vielleicht kommen wir hier wieder zurück. Oh. Ich bin so genial, oder? Ja, könnte man so sagen. Ja, ich habe mich da hinten hochgebackt und da kann man einfach hier hochhüpfen. Wir haben mal das Level erkundet, ne? Laufen wir gerade zurück? Oh, das war so kurz vor Sterben. Weiß ich nicht. Weil hier eine Kiste war, die war schon offen. Ah, jetzt müssen wir wieder hoch. Wir sind einfach nur tiefer runtergehüpft. Okay. Ja, scheinbar ganz viel. Aber hier geht's hoch. Jetzt geht's aber los hier. Ich bin fast runtergefallen. Yep, du musst warten, das Ding bewegt sich noch zu arg. Wow, jetzt bin ich wieder hier, wieso wollt ihr mich fahren? Bist du jetzt unter mir? Ne, über dir, aber hier geht's. Ich dachte, da müssen wir hoch, aber ich bin schon wieder lost. Hier drüben müssen wir hoch, ja. Okay. Dann da hoch. Dann da wieder. Okay, ich bin hier. Und du bist ja auch schon da, oder? Ja, ja, aber wir müssen noch. Warum blutet es? Aber wir nur ein Leben haben. Okay, ich warte hier auf dich. Ich habe 3 Leben. Warum? Ich bin noch hier, aber hier ist auch falsch. Nein, da hinten ist doch die Tür. Ach so, das sieht nur genau gleich aus. Ja, okay. Die anderen zwei Räume haben doch vorhin auch so ausgesehen. Hier oben ist wieder ein Schalter. Komm mal hier hoch. Natürlich. Ach, deine Rüstung ist nicht ganz voll, deswegen hast du Nasenbluten. Mir fehlen 25. Ja. Aber dann hätten ja alles ganz den gleichen Wert. Ne, wieso? Okay, wollen wir eine Abkürzung nach unten nehmen? Ich hätte es so, ich glaube, wir sterben. Ja, ja, nee, schon. Rein, aber ich wäre dabei. Wenn wir raus, nachher die Abkürzung.
Der Extra-Anzug wird's richten. Fallschaden hat man bis jetzt nicht, ne? Cool wäre schon, aber ich glaube nicht. Oder was heißt cool? Kommt da ein Hund? Yep. Was sind? Der hat mich gesprengt. Feier ich. Au! Ey, nee, Tee dann. Bist du weit weg? Nein. Jetzt. Ich bin die Waffe wieder nicht. Das Test sieht das aber noch. Kaboom. Kaboom. Rede ich effektiv. Granaten, oh, ich muss nachladen. Bei dem Großen doch nicht. Dafür musst du die Granaten aufwerten, glaube ich. Hab ich doch alles schon. Dann kommen diese OP-Waffen. Ich hab ja gar nicht Lust. Du musst den Sanitäter umlegen, dass sie nicht den ständigen Typ heilen. Machen sie das? Okay, warum die heilen sie? Super, die heilen sie jetzt gegen... Jetzt läuft's aber bei meinem Treff. Treffen? Machst du ein Treffen? Ja, ja, läuft richtig bei meinem Treff mit den Sanitätern. Hab sie klar gemacht. So. Alles gut. Ups. Nein, stopp. Gibt's hier irgendwo was? Wahrscheinlich nicht. Einfach lass es auf. Danke. Ein paar Zeitschriften, gar nichts. Denk mal ein bisschen auch kurz vor. Ich hoffe, du hast noch genug Munition jetzt, weil ich denke mal, jetzt kommt gleich der Bossfight. Oh, alles easy. Ich meine, voll mit den Superwaffen. Alles easy, ich hab noch fast alles vor. Alles gut. Ich habe meine Messe schon wieder verloren. Das ist viel schlimmer. Weg. Was hast du verloren? Messer, so wie immer. Treffe man nicht, dann weiß ich nicht, wohin geworfen. Und weg. Dann wirf doch nicht. Doch. Ich versuch's immer wieder und sterb dann dran und find's ganz. Weiß nicht, habe ich irgendwie Spaß dran. So. Können. Da bist du auch die Einzige, die Spaß dran hat, dass du stirbst. So. Wieder ein Fahrstuhl. Aber ist so schön, wenn du auf die Gegner zurennst. Wenn nach. Dann sind die Messer leer und dann kommst du mit dem Messer und stichst da so. Keine Ahnung. Ich mag das. Fühl ich gut. Ja, du hackst auf sie ein und du stichst sie mir, ja. Nee, das glaubt man nicht. Also, besonders bei den Großen. Halt. Bei den Großen musst du es, glaub ich, skillen, dass du die Großen überhaupt abstechen kannst mit dem Messer. Possible. Also, apropos Skill, mal gucken. 3 Punkte, muss man gerade gucken, was ich ausgeben kann. Ich sehe, dass du die Tür versuchst aufzumachen. Moment. 3 Punkte. Extrem stark. Was ist das? Angriffe können dich nicht länger umwerfen. Das nehme ich. Mich haut zum nichts mehr um. Das finde ich gut. Ich auch. Wir haben die Turmspitze erreicht. Okay. Sucht jetzt die Turmkommandanten. Ihr braucht nur 2 Schlüssel für den Hauptcomputer. Habt ihr Karte? Karte. Die Diskette. Hier vorne ist Computer. Oder ist auch einfach weg. Hab ich gerade angeklickt. Hier. Kisten der Regierung von unserem Bruder 2, okay? Entschlüsseln. Kaspar, ich weiß nicht, warum du dir das nicht merken kannst. Der Code für die Kiste auf dem Landeplätzen ist 1987. Die Kisten außerhalb der dritten Andockstation in der Nähe des Turmspitze hat den Code 2905. Und dann noch die Kiste des Silberfischdepots, Code 5858. Und bitte frag mich nicht noch einmal nach irgendwelchen Codes, das nervt, Gruber.
Schön, dass wir keine einzigen von diesen Kisten gefunden haben. Ja. Ja, nee, dann sind alle schon, ja. Ich könnte auch als natürlich würden sie arbeiten. Die teureren Söldner machen. Wäre sonst blöd. So. Geh mal in Deckung. Ja. Kannst du mir überhaupt Schaden machen damit? Ist eine Explosion, ich kann es höchstwahrscheinlich weghauen. Bossfight? Ohne Boss. Oder da kommt da allerdings. Bin dabei. Da kommt ganz sicher irgendwas. Guck mal, wie groß da das Ding ist. Jupp. Erstmal hinten gucken, weil wie cool. Hier hat sich seiner gut gehen lassen. Stühlchen, Kaffee, Bier und Croissants. Kannst du die Aussicht genießen? Ein bisschen neblig, aber ja. Kann man machen. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Oh, und dann können wir mit dem Flugzeug wegfliegen. Bin dabei. Und ich fliege. Heilige Scheiße, ja. Ein riesiger Roboter! Okay, ihr bin schon da. Ja, Mann. Konzentriert euch erst auf den Turmwächter und dann auf die Kommandanten. Das war gut. Ist er schon weg? Nö. Power fast. Bam! Hey, hey! Drohne? Noch ein Schuss. Gut. So, und jetzt müssen noch zwei Generäle. Drohne rumgeflogen. Was ist? Drohne ist einfach um meine Ohren. Wie so eine Mücke, ne? Ja. Und der mutzige Klatsch von der magischen Hand. Bei seinem Force-Fight. Da schießt jemand Force. Auf dich. Auf mich schießt auch jemand. Ach, eine Drohne! Ja, die auch. Von unten ist er auch und ich krieg angefeuert. Was das? Da muss ich nochmal diese krasse Waffe rausholen. Die gefällt mir richtig. Die ist so richtig effektiv. Ich glaube, die Granaten gehen irgendwo. Ups. Oh, auf die Drohnen, das läuft. Das ist nicht so weit gemacht. Langweilig. Ich dachte gerade, du versuchst beim Diesel. Oh oh, wow. Noob, hab ich. Noob versus Axel Voss. Aber was, Noob? Noob gegen Axel Voss. Ja. Wow. Oh, die Türen sind wegen zu. Dem Fossfight. Oh, ich. Guck mal, das ist geil, die Waffe. Wofür habe ich mich drauf gefreut? Das ja. Sieht zwar krass aus, macht aber gar nichts. Kaboom. Nix. Oh, jetzt vielleicht. Ah, ne, jetzt hat er Bock drauf. Ah, ich mach nochmal. Oh, leer. Schade. Ey, der größte Müll. Was ist das Dieselkraftwerk? Ja. Die ist gut, man muss aber auch treffen. Was willst du treffen? Und da sind Granaten, die du. Was willst du da treffen? Ja, du musst die Granaten ja auch richtig platzieren. Auf seine Schwachstellen. Ja, klar. Ja, die Granaten auf seine Schwachstellen, dafür müssen wir erstmal kleben bleiben. Die bleiben doch kleben! Na gut, das könnte sein. Da Alter, was ist jetzt los? Jetzt kommt der richtige Endgegner. Drück mal schnell die Knöpfe. Wenn jetzt der richtige kommt, ich bin leer geschossen. Sehr gut, Mädels. Holt euch jetzt die Schlüssel der Kommandanten. Ah, jetzt müssen wir Kommandanten töten, ne? Auf jeder Seite. Ich habe alle meine schönen Granaten für den Fall. Oh, das habe ich noch. Die ist genauso toll. Die Waffe ist eher was für mich. Vielleicht sollte man beide erstmal in ein Ding reingehen. Ja, dann kommt zu mir. Mach ich. Kriegst Rüstung. Danke, Schwester. Oh, gibt der was? Der ist tot. Geht nicht. Hab ich.
Alter, ein geiler Chat hier drin. Komm wieder rein. Oh. Bin leer geschossen. Bin am Zaun hängen geblieben. Du bist leer geschossen. Du hast zwei Waffen mehr wie ich. Ich bin ganz leer geschossen. Ich hab die guten Waffen mit leer geschossen. Da ist ein Hund. Jetzt kommst du dir. Lass mal irgendwo in Deckung gehen. Da bist du. Lass uns den zweiten General kurz ausschalten. Danach können wir die Typen umlegen. Du hast den Hund gar nicht getötet, er hat mich fast getötet. Deswegen bin ich weggerannt. Wie gesagt, kaum noch Munition. General ist tot! Wir haben jetzt beide Schlüssel! Gut gemacht, Mädels. Jetzt in den Hauptcomputer damit. Dann kann ich rein. Vorsicht, Hund! Ich höre noch einen Morgen. Alles. Frau Rüstung, Leben! Ja. Wo bist du? Oh, bist du auf der anderen Seite? Bist du da oben? Nee, hier. Ja. Rüstung! Du bist krass, Mann! Leben! Jawohl. Danke! Leben! Auf die Schwachstelle schießen. Ja! Null Damage gemacht. Was ist das denn? Wo ist die Schwachstelle vom Dieselmaschinen-Soldat? Hast immer du den Rücken. Hab ich. Oder die Arme wegballern. Juckt die gar nicht, Daniel. Das ist die dümmste Waffe der Welt. Du hast ihn noch erwischt? Du machst sie total platt. Den hier nicht. Den anderen, der was zu mir gelaufen ist, der ist tot gegangen. Ja, das war random. Der andere habe ich auch. Hilft dem verzweifelten Tobi. Ja, ja, alles gut. Ja, selbst noch so 6 Leben hatte ich, glaube ich. Ich glaube an dich, Schwester! Stimmt, Mann! Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. I don't. Komm, wir gehen hoch, drücken die Schlüssel rein, fertig. Und dann springen wir runter. Hol dir dein Geld. Brauchen wir noch ein Leben? Wir sind nicht gestorben. Ja, aber es sehr schwierig war. Du hast Zugriff, Abby. Ja, Sekunde bitte. Jawohl, bin drin. Das ist unfassbar. Okay, Mädels, und jetzt raus da. Oh, Abby. Okay. Zeit zu gehen. Wollen wir nicht springen? Wir können hier. Nein, das ist immer tot. Nein, lass uns springen. Wir müssen doch eh raus, oder nicht? Ja. Ja, lass uns springen. Reicht es dann nicht, wenn einer springt? Okay, ach komm, warte, ich komm. Also, hüpfen wir runter. Ich falle! Ich bin oben gespawnt. Beim Aufzug. Kommst du? Nee, ich muss nur noch den Dicken machen. Und ich will auch spawnen. Wir verlieren ja jedes Mal ein Leben. Macht nichts. Wir können uns eh wiederholen. Kannst du nicht direkt reißen? Jetzt drück doch hier drauf. Nein, solange ein Gegner da ist, kann ich hier nicht reisen, soviel ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich den Bruder überhaupt rausreißen kann. Ein schweres Spiel, aber ihr müsst alles nochmal machen. Ja, macht nicht. Ich dachte, das wäre ein bisschen. Das war ja 2 Meter und dann war alles vorbei. Ich hab. Hab ich doch? Jetzt. Der 2-Meter-Sprung. Und? Hat. Hm.
Ich find's auch gut, dass da Batterieladung steht bei einer Überwachungskamera, die fest montiert ist. Das stimmt. Mach weiter so, Soap. Ich brauch hier drüben deine Hilfe. So, jetzt. Oh, guck mal, das ist ein Direktausgang. Ich guck mal kurz. Ein Fragment von Luthers Übertragung entschlüsselt, Mädels. Hört mal. Ich kann direkt zurückfahren. Okay. Tusch. Dort unten entwickeln wir Technologien, die es uns erlauben werden, die kommenden schweren Jahre zu überstehen. Berlin sagt, dass das nur Geldverschwendung sei. Nicht daraus gehen. Gesetzt werde, wenn ich so weitermache. Aber was wissen diese Einfallspinsel schon? Drängen haben wir das jetzt Ding jetzt geschafft? Berlin mir gegenüber loyal zu bleiben, General. Ich glaub schon. Ganz gleich, was noch passieren wird. Wir werden warten. Wie Haie im trüben Wasser. Hören Sie zu. Was ist jetzt passiert? Oh, jetzt kann ich nicht reisen. Oh Mann, warum machst du denn sowas? Ich kann noch reisen. Jetzt nicht mehr. Töte Kampf und Pistole. Fehlen noch zwei Stück. Schade. Wir haben heute 445 Soldaten umgebracht. Das ist ja gar nicht so weit entfernt. Nö, 300 noch gefehlt. So, jetzt geben wir das Zeug noch kurz ab und dann machen wir Schluss für heute. Das ist meine Zähne. Ja, bin. Die Folge ging jetzt auch schon, geht jetzt schon eine Stunde und 11 Minuten. Oh, cool. Ihr wart einfach großartig. Lasst uns feiern. Wir haben jetzt Martin. Die Türme unter Kontrolle. Ich habe die anderen losgeschickt, um uns den Weg ins Labor X freizuräumen. Ich will einfach nur unseren Papst finden. Ja, ja natürlich. Oh. Aber zuerst stoßen wir an. Auf Captain Blazkowicz. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Tee. Zum Wohl. Wohl. Mmh. C'est bon. Setzt euch bitte. Trinkt. So, nachdem also die Hauptcomputer der Türme gehackt sind, haben wir die Kontrolle über den gesamten Informationsfluss zwischen Paris und Berlin. Ging schneller, als ich dachte. Luther, mein Liebster, es ist soweit. Die Untermenschen schlafen? Ja. Bereit, der Regierung in Berlin einen Denkzettel zu verpassen, meine Liebste? Die Vision unseres geliebten verstorbenen Kanzlers in neue Sphären zu heben und ein zweites Regime zu gründen. Eine neue Welt über den Wolken. Dem zweiten Regime! Bist du sicher, dass sie schlafen? Ja, natürlich! Merci, vielen Dank für eure Hilfe! Gib ihnen Wein, Zigaretten und Abenteuer und diese jungen Dinger glauben dir alles! Genug davon! Der Tag des jüngsten Gerichts rückt näher! Wir müssen in Labor X eindringen und uns für die Machtergreifung Berlins wappnen. Bringen wir es hinter uns. Zieh Ihren Kopf zurück. Welch ein befriedigendes Gefühl. Der Blutlinie von Terror Billy ein Ende zu setzen.
jetzt Ihren Wein mit Schlafmittel und ich werde Ihnen dann den Rest geben. Und dann... Scheiße. Arthur, Cannon. Sind auf dem Rückweg, Abby. Mit der Gans der Baronin ist was im Busch, Leute. Verstanden. Ende. Abby, Cherie! Kommst du mit den Mädels bitte in den Gemeinschaftsraum? Verbündeten in Berlin. Bitte, komm mit. Mach sie fertig, Jess. Ich kümmere mich um Abby. Abby, Abby! Luther, komm schnell! Scheiße! Hilfe! Scheiße! 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 Bleib bei uns, Abby. Tut es weh, Esther? Scheiße, ja, es tut weh, du Idiot. Und los. Stopp, stopp, stopp! Es steckt fest. Lass mich mal, Jess. Kurva Matsch. Oh Gott, oh Gott. Okay. Oh Gott. Denk jetzt einfach an was Schönes, Abby. Was okay? Schönes? Da steckt ein Messer in meinem. Ich dachte, wir verlieren dich, Abby. Hättest du wohl gern. Hör zu, wenn ihr euren Vater findet, gebt ihm das hier. Sagt ihm, es ist von Zed. Alles klar. Okay, das habe ich herausgefunden. Als General Lothar sich den Kräften in Berlin widersetzte, schickten sie eine Truppe zu ihm in sein Penthouse im Siegturm. Bei dem Angriff wurde er schwer verwundet, konnte mit Juju aber in den Untergrund von Paris fliehen. Irgendwie sind sie mit dem Widerstand in Kontakt gekommen und haben ihn infiltriert. Diese Leute sind sehr gefährlich, Mädels. Seid vorsichtig. Wie geht es dir, Abby? Mit den Schmerzmitteln. Karl 2.0. Danke, dass du uns vorhin mit dem Codewort den Arsch gerettet hast. Die überleben so. Ja, ohne dich wäre unser Plan nicht aufgegangen. Hey. Gern geschehen. Alter Schwede. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, aber die haben wenig Videos, ne? Also. Wenig was? Videos. Jo. Aber wir können auch wieder zurück. Okay, dann denke ich mal, dass es demnächst hier Richtung Ende zugeht, ne? Mhm. Ja, abgeschlossen, Hauptmission 71%, ja. Okay, dann beende ich jetzt erstmal die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe doch, bis zum nächsten Mal bei Wolfenstein. Youngblood, mach jetzt gut. Tschüss. Tschüss.